Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum nächsten Part mit Fallout 4. So, jetzt wollen wir den Minuteman-Weg machen und dafür wollen wir uns jetzt erstmal unseres Sohnes entledigen. Das hätten wir da nämlich auch mal gesehen. Das machen wir aber ein bisschen lukrativer. Boom, baby. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Aus dem Minuteman. Dem Institut verbannt. Flieht aus dem Institut. Kontakt festgestellt? Möglicherweise. Sprich mit Preston Garvey über das Institut. Verdeckt im Untergrund. Abgebrochen. Gut, das war jetzt. Keine weiteren Kollateralschaden hier noch begehen. Verschwinden wir mal. Oh, ich komme da nicht raus. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Wie soll ich denn fliehen, wenn ich da nicht wegkomme? Ha, damit kann ich fliehen. Ich finde es schon heiß, wie man das Ding da einfach zerlegen kann. Haben wir das auch mal gesehen. Und es führt uns tatsächlich zu dem Minuteman. Wer hätte das gedacht? So, von hier aus sollte ich mich jetzt teleportieren können. Notfalltransmission aktiviert. Transmitter einschalten. Bereit in 10. 9. Kann ich von da wirklich nicht weg? Sechs. Ach Gott, ist die langsam zähle. Fünf. Du hast ihn ermordet. Wie konntest du das tun? Er war dein Sohn. Du solltest verschwinden, denn wenn er dich finden, bringen wir dich um. Hast du gehört? Du bist so gut wie tot! Transmitter online und aktiviert. So flohen wir aus dem Institut. Ja, er war mein Sohn. Aber er war es. In kleiner Form. Ja, diese Variante finde ich jetzt ein bisschen makaber, aber okay. Ausprobieren. Genau darum geht's ja. Aus dem Institut verbannt. Dann muss ich zur Burg. Erstmal Daten gucken. Melde dich bei Desdemona, sprich mit Garvey. Dann gehen wir zuerst mal zu. Also am anderen. Erstmal zur Railroad und erklären ihr, dass wir leider aus dem Institut verbannt wurden. Wir können den Patrioten nicht mehr erreichen. Schlechte Neuigkeiten. Sie haben mich aus dem Institut geworfen. Ich kann nicht zurück. Gott verdammt. Wir wussten, das war aussichtslos. Ich bin sicher, du hast dein Bestes gegeben. Ohne Möglichkeit, uns mit Z114 zu koordinieren, haben wir leider unsere letzte Chance verloren. Das war's? Es gibt keine andere Option? Nicht mit der Railroad. Ohne Hilfe. Hat die Railroad einfach zu wenig Leute, um dem Institut auch nur einen Kratzer zuzufügen. Um die Synths mit Gewalt aus dem Institut zu befreien, brauchst du eine Armee.
Es könnte eine Option geben. Nicht mit uns, sondern mit deinen Minutemen. Wenn du sie weiter aufbaust, hast du eine Armee. Mit den Daten aus Toms Holobands können sie vielleicht einen Weg ins Institut finden. Wenn wir dabei helfen können, sag Bescheid. Aber ich fürchte, das Schicksal aller Synths liegt jetzt in den Händen der Minutemen. Wie passt du denn überhaupt da rein? Alles klar. Dann nochmal mit Preston reden. Gehen wir erstmal zu Sturge und geben ihm die Daten. Mit der Bruderschaft sind wir verfeindet. Die Railroad akzeptiert uns. Das Institut hasst uns. Und die Minutemen stehen hinter mir. Das ist eine nette Konstellation. An sich gar nicht mal so verkehrt. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ist ein Holoband, das ich zufällig habe. Enthält einen vollständigen Scan des Institutsnetzwerks. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Wir müssen einen Weg finden, den Kampf zu Ihnen zu bringen. Hoffen wir, dass wir was Nützliches finden. Auf den Trick mit dem Teleporter würden Sie sicher nicht nochmal reinfallen. Selbst wenn der Fänger kein qualmender Schrotthaufen wäre. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von Ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Ich will nur ein bisschen Platz machen. Die alte... Ach, die Oma quatscht und quatscht, dabei will ich doch gar nichts von ihr. Sowas könnten sie auch mal irgendwie einführen, so gezieltes Anvisieren der NPCs und dass sie auch dann wirklich nur anfangen zu quatschen. Es überlagert oftmals das Gespräch von anderen. Verteidigung der Burg begonnen. Reise zur Burg. Ach du Kacke. Dann machen wir gleich mal die Alarme an. Den Umständen entsprechend noch recht gut in Form. Hallo. Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Och nee, nicht schon wieder damit. Hier auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Ich muss dich mal was fragen. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Und jetzt das schon wieder. Ja, schätzt dein Vertrauen. Das kommt jedes Mal nur, weil ich nicht umwerbe. Ja, dann sollten... Das könnte auch mal verschwinden. Kann ich was für dich tun? Wenn ich nicht gezielt drauf anfrage. Ich brauche deine Hilfe beim Angriff auf das Institut. Das Institut? Warum zur Hölle willst du dich mit den Typen anlegen? Sie haben meine Frau getötet. Oh, das tut mir leid. Die Minutemen stehen dir zur Seite, General. Daran besteht kein Zweifel. Kann ich was für dich tun? Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Na klar, General. Ein trauriger Anblick. So verfallen. Das Institut bereitet einen Angriff auf die Burg vor, um die Minutemen zu vernichten, bevor wir über genügend Kräfte verfügen, um sie selbst anzugreifen. Ich muss bei der Verteidigung der Burg helfen, bevor es zu spät ist. Strong Schützenmensch! Ah, dafür muss ich mit ihr reden, alles klar. Dann bessere ich jetzt erstmal noch schnell meine Panzerung aus. Was baust du da? Und befehle meinem Buddy, dass er sich auch gleich mal noch eine Rüstung holen kann. Hey! Was brauchst du? Okay. Weil alles andere sind so wiederholbare Quests. Ja. Bleibt mir noch ein bisschen fern, bis der da drin ist. Big Safe und... Gut, dass du es rechtzeitig geschafft hast, General. Schätze, wir werden gleich erleben, ob die neuen Minutemen der Herausforderung gewachsen sind. Eine Menge dieser Krähendinger des Instituts haben in der Gegend rumgeschnüffelt. Scheint, als wolle das Institut uns ausschalten. Wir haben Freiwillige einberufen, wir haben also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen.
Ich denke, unsere Verteidigungsanlagen sind gut. Aber es schadet sicher nicht, wenn du dich mal umsiehst und Schwachstellen ausbesserst. Hier ist Radio Freedom mit einem aktuellen Bericht aus der Burg. Die Sendung hilft dir. Jetzt bräuchte ich Artilleriegranaten. Verdammte Axt. Kommt da auch mal irgendwann jemand? Wenn sie mich erstmal platt gemacht. Wir haben jede Menge Bazookas. Das passt schon. Ist vor allen Dingen schlechtes Wetter für mich. Ach, wenn ich da hinten kommen soll. Aber mit Raketen geht eh alles da. Sag ich doch. Also solange sie sich nicht hier reinporten, haben sie echt eigentlich keine Chance. Die automatische Zielerfassung ist kacke. Ich hätte lieber ein Interface reinhauen sollen. So, noch 30%, das ist too easy gerade. Ja, komm schon, Leute. Bleibt in die letzten 10%.
Ich glaube, da können wir jetzt gerade lange warten. Gut, vielleicht könnte da irgendwo einer rumliegen, der sich nicht mehr bewegen kann. Ich muss nach draußen, um mal ein bisschen inspizieren. Hier ist auf jeden Fall mal nichts. Ach, wie ich sowas hasse. Da ist es wohl Kaffee trinken und abwarten. Gut, ich werde mal ein bisschen schlafen gehen oder sowas in die Richtung und dann sehen wir uns hier gleich wieder.